Leute, willkommen zurück zu Iowoki Game Master. Wir sind heute auf der Suche nach Game Masters geheimen Versteck, weil ich will ihn endlich finden, ich will ihn endlich eins auswischen. Oh, Leute, ich bin schon lange unterwegs. Also ich habe jetzt gerade erst ja auch nicht mehr gespielt, aber Leute, ich bin schon ein bisschen länger unterwegs auf jeden Fall. Leute, ich muss mir noch kurz meine Haare stylen, aber also, ich bin so aufgeregt. Ich war die ganze Zeit auf dem Moment, dass wir endlich Game Master hier irgendwo finden, das halt. Aber ich sehr gut, da halt ein bisschen ein persönliches Film, dass ich mich endlich verlangen kann. Dass ich mich endlich in den Rechnen habe, das ist, was er mir angetan hat, was er Gucci angetan hat. Das ist einfach Gucci, der entführt hat. Das geht gar nicht. Das will mich auf jeden Fall an den Rechnen, Leute. Leute, das ging echt zu weit. Das ging zu weit, Leute. Das habe ich schon gesagt. Also, Gamers hat gesagt, wir wollen nicht mehr versuchen, ihn zu entführen oder irgendwie, keine Ahnung, ja überwältigen oder beides, wenn wir halt nicht mehr machen, hat er auch. Einmal in einem Ansagevideo gesagt, aber trotzdem ist es mir egal. Ich werde mich jetzt extra nicht dran halten, weil er hat Gucci entführt. Weil ich muss auch die ganze Zeit hinter mich gucken. Ich habe halt voll Angst, dass der irgendwie hinter mir ist. Weil der konnte halt irgendwie hinter mir lauern. Vielleicht weiß ich draußen, dass der jetzt versuchen muss, mich zu entführen. Das würde ich ihm alles zutrauen. Ich würde ihm alles zutrauen, dass er das macht, Leute. Boah, okay, Leute. Ich werde das halt nicht machen, Leute. Ich will halt erst so gerne an dem Rechen. Ich würde ihn so gerne zur Rechenschaft ziehen, dafür, dass er Gucci angetan hat, deswegen nur suche ich ihn jetzt. Ich bin jetzt gerade dabei, ihn zu finden. Wenn es vielleicht dauert, auch wenn es jetzt keine Ahnung wie lange dauert. Ich bin so ein totaler Chef, Leute. Aber trotzdem, ihr merkt, ich habe nicht aufgegeben. Ich suche immer noch. Ich suche jetzt, was weiß ich, ich suche jetzt bestimmt schon eine Stunde oder so. Ich muss noch im Wald suchen, aber das weiß ich noch nicht. Also ich muss erstmal in der Nachbarschaft überall gesucht, halt auch an anderen Orten, also auch an so ein paar Schleichwegen und generell an so ein paar so Orten, also so halt so abgelegenen Orten habe ich gesucht. Also wirklich, ich habe schon überall gesucht, auch überall bis auf den Wald, aber das suche ich vielleicht, keine Ahnung, noch, das suche ich vielleicht später noch oder mal gucken oder gleich. Was soll ich vielleicht als nächstes in den Wald gehen, wenn ich vielleicht hier alles abgezogen habe und ja nicht ist, soll ich dann in den Wald gehen? Könnte ich eigentlich machen dort, oder? Ich glaube doch, das mache ich. Das macht Sinn. Ich glaube, ich gehe dann in den Wald und ja, dann suche ich dort nach jemand und am besten auch nach seinem Versteck. Also er hat dann auch ein bisschen für die Zukunft, wo er wohnt oder wo der halt lebt. Ich glaube irgendwie kaum, dass er in einem normalen Haus lebt. Und ich meine, der ist ja ständig bei mir im Haus. Deswegen, ich kann aber selber kein Haus zu haben. Und ich kann sein, dass er vielleicht selber ein Haus hat. Also so ist das nicht, aber ich glaube einfach mal, dass er auch so ist. Und der hat kein Haus. Leute, also, wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden, Leute. Leute, ich bin echt gespannt. Ich freue mich einfach, Leute. Ich freue mich auf den Moment, den wir ihn finden werden. Ich habe Gucci gerade nicht dabei. Gucci ist gerade zu Hause. Ich wollte ihn eigentlich mitnehmen, aber habe es dann besser doch nicht gemacht, weil ich hatte halt aus irgendeinem Grund Angst, dass er ihn nochmal entführen könnte. Naja, Leute. Ich werde das auch so tun. Irgendwie schaffen. Da kann Gucci sich ein bisschen ausruhen und versuchen, Game Master zu finden. Also ich versuche Game Master zu finden. Ihr merkt auch, der Wind wird gerade sehr stark. Meine Haare werden die ganze Zeit so durchgeweht. Also trotzdem, auch wenn der Wind wird, auch wenn es gleich regnet, könnte ich ja trotzdem nicht aufgeben zu suchen. Das wird mich trotzdem nicht daran hindern. Alles, auch dass der Wind wird mich nicht daran hindern, ihn zu suchen. Also, selbst bei Regen, also selbst bei Strom den Regen werde ich ihn suchen, auch wenn ich vielleicht krank werde, aber naja, trotzdem ist, in dem Moment ist es mir egal, selbst wenn es regnet, kann ich trotzdem die Suche nicht aufgeben, auch wenn ich wirklich kurz davor bin, weil ich finde ihn einfach nicht, mir tut alles weh, ich bin vielleicht wirklich am überlegen, ob ich vielleicht jetzt doch nach Hause gehen soll, vielleicht sollte ich auch doch wirklich nach Hause gehen, sollte ich mich ein bisschen ausruhen, die Leute anders, ich mache es jetzt so, ich ruhe mich aus und gehe dann in den Wald. Dann gehe ich in den Wald suchen, weil da habe ich halt wirklich noch gar nichts gesucht. Also das mache ich dann, glaube ich, doch erst in der nächsten Folge, weil ich habe jetzt halt gerade nicht den richtigen Ausruf, sondern das richtige Equipment. Deswegen, ich gehe kurz nach Hause und das richtige Equipment, dann würde ich in den Wald suchen. Aber na, davor ruhe ich mich aus. Ich ändere jetzt noch mit dem Plan. Ich ruhe mich aus für das Equipment, dann gehe ich in den Wald. Also ich glaube, ich bin ganz gut hier dann auch wieder zu Hause, dann gehe ich gleich einfach so in den Wald und suche danach Game Master. Naja, also, das machen wir aber, Leute. Jetzt gehe ich erstmal nach Hause, Leute. Bis gleich.
Leute, ich bin jetzt wieder drin. Leute, es war einfach zu anstrengend. Also ich konnte nicht mehr. Ich hab irgendwas, was geil was wirklich gefunden. Also noch nicht. Ich meine, ich werde noch in den Wald gehen, aber dazu hatte ich das nicht die passende Ausrüstung, Leute. Na, ich muss mal nochmal rein. Ich muss mich schon kurz ausruhen, wirklich. Ich war die ganze Zeit draußen. Also wie gesagt, im Wald weiß ich noch nicht, aber ich war ja davor wirklich ungefähr eine Stunde draußen. Ich habe die ganze Nachbarschaft abgezogen. Also das ganze Gebiet hatte ich abgezogen. Auch natürlich diese Online-Gebiete, auch diese Dinge, diese Schleichwege, davor hatte ich abgesucht und alles wirklich. Sogar den Aldi habe ich abgesucht. Ich war halt wirklich überall gewesen. Ich habe alles abgesucht. Leute, jetzt bin ich einfach drin. Ich brauchte einfach eine Pause. Das ging nicht mehr anders. Ich musste mich einfach mal erholen von allem. Ich musste einfach erholen, Leute. Deswegen, ja, Leute. Ich glaube, ich mache morgen weiter. Morgen werde ich nicht in meinen anderen Gebieten suchen, weil ich habe ich jetzt ja schon überall gesucht. Morgen werde ich dann nur im Wald so. Also morgen wird es wahrscheinlich ein richtig fettes Video im Wald geben. Muss in den Wald morgen nach Game Master suchen. Also das wird heftig, darauf könnt ihr euch gefasst machen. Ich werde morgen also im Wald überall, ich werde morgen dann den ganzen Wald absuchen. Ich weiß, der Wald hier bei mir ist auch groß, aber ich meine, wenn ich dann endlich Game Master finde und mich an ihm rächen kann, dann werde ich es machen. Dann werde ich es natürlich in Kauf nehmen, weil ich meine, guck mal, das Game Master gut sehen führt, das geht nicht. Das habe ich schon gesagt. Ich habe auch gesagt, ich werde mich rächen, ich auch. Wenn ich dann auch vielleicht wieder Ärger kriege, oder weiß eigentlich nicht, wenn ich es eigentlich so recht überlege, wenn ich ihn dann einsperre oder irgendwie fange, dann könnte mich hier nicht bestrafen. Also Leute, von daher werde ich keinen Ärger kriegen. Also das ist das Beste am Land. Wenn alles reibungslos läuft, dann komme ich ungestraft davon. Das ist geil. Das ist geil, wobei ich weiß, wie gesagt, auch nicht, ob alles ungestraft davon kommen werde. Ich meine, das kommt ja auch darauf an. Der Plan vielleicht, also dass ich ungestraft davon komme, die Chance ist 50-50. Naja, Leute, wir werden es jetzt sehen. Das werden ja alle sind in der nächsten Folge. Ich bereite uns jetzt mal drauf vor. Ich werde auf jeden Fall gehen, was das Versteck so. Vielleicht hole ich es in der nächsten oder übernächsten Folge Gucci. Oder ja, vielleicht hole ich Gucci mir, dass er mir vielleicht helfen kann, das Versteck zu suchen. Weil Gucci hat ja auch so eine gute Spürnase. So. Der kann das Versteck dann vielleicht schnell finden. Oder Game Master, vielleicht auch Game Master. Einfach Game Master persönlich im Wald irgendwie antreffen. Das wäre schon gut. Dann könnten wir ihn einfach mitholen. Versuche ich ihn zu überwältigen und wir holen ihn einfach mit. Okay, Leute, das ist ein guter Plan. Das machen wir auf jeden Fall. So. Leute, auf jeden Fall lasst einen fetten Like auf die Video da, Leute. Und wirklich auch nochmal danke. Ich habe auf diesem Kanal die 95 Abonnenten erreicht. Also auf diesem Kanal habe ich 95 Abonnenten erreicht und auf einem anderen Kanal. Also Euro Game Master Fun, mein Zweitkanal. Den habe ich zwar schon ein bisschen länger als das, was früher mein Hauptkanal war, ist jetzt halt mein Zweitkanal geworden. Und genau auf diesem Kanal, den ich schon seit diesem November 4 Jahre mache, habe ich einfach 100 Abonnenten erreicht. Ich weiß, 100 Abonnenten ist jetzt nicht sonderlich viel, aber also für andere Verhältnisse, das ist nicht viel für meine Verhältnisse, es ist viel, aber Leute, trotzdem nochmal danke, einfach ein fettes Dankeschön. Naja, okay, Leute, ich würde sagen, ich beende jetzt auch die Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder so wieder, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich beende jetzt erstmal die Folge, Leute. Dann bis zur nächsten Folge und Peace out.